Gerade war der Papa von Daniel da, also der Opa und die Oma von Etienne. Und die haben uns ein Geschenk mitgebracht für den kleinen Luftballon mit seinem Namen. Dann habe ich noch keine Ahnung, was hier drin ist. Werden wir gleich mal auspacken. Eine wunderschöne Karte. Feuchttücher und Windeln in Größe 2. Aber Daniel, der ist gleich wieder da. Und dann packen wir das gemeinsam aus. Na komm, mach auf. Ja, wo ist denn die Schere? Hier ist das Messer. Ach, da. Das Unboxing-Messer. Mensch, nein, du wolltest jetzt das kaputt machen. Wollte ich nicht. Bist du nach drin gekommen? Oh, ja. Ich hab's auf Video. Nicht auf Video. Geht es noch ein bisschen schneller und muss hier spulen. Ein Outfit bekommen. Nein, Ja. mehrere Outfits. Jo. In Größe In Größe. 50, 56. Oh, ein langer Body. Naja, Jo. 56 ist eher 56. Ja. Okay. Was haben wir noch? Dann haben wir noch 62. 62, 68. Für die nächste. Und auch nochmal 62, 68. Und ein Schlafanzug. Oh, das Ja. ist aber auch sehr groß. Das ist bestimmt auch nur so eine 68 eher. Oh, das ist aber schön. Ja, und dann gibt es ja noch Feuchttücher und Windeln. Achso, schon. Ja. Und jetzt genießen wir noch den Sonntag. Genau. Und du schneidest noch meine Haare. Ja, Haare schneiden und weil am Dienstag ist nämlich Fotografentermin und deswegen muss ich noch ein bisschen schick machen. Einen wunderschönen guten Abend. Wir machen gerade Abendbrot. Die macht das Schnittchen fertig. Das ist dein Teller. Ich hoffe, das reicht. Das sind meine Schnitten. Ich möchte nämlich auch noch was essen. Ach, du willst auch noch ein paar Schnitten, okay. Da habe ich schon eine Schnitte. Eine trockene. Na und? Mit Wasser. Mehr kriege ich von dir nicht. Wo ist dein Wasser? Habe ich schon vorher getrunken. So. Na, auf jeden Fall gibt es Schnittchen und dann gucken wir noch was. Irgendwas. Genau. Irgendwas. Irgendwas. Und dann baden und Haare deine schneiden. und Haare schneiden. Das haben wir schon gesagt. Ja. Wir sind gerade wieder nach Hause angekommen. Und gerade mal unterwegs. Ne? Genau. Ne? Ja. Und wir haben noch einiges bekommen. Haben noch einige Geschenke bekommen von meiner Chefin. Ja. Einmal zu meinem Geburtstag. Ach, du hast Geburtstag gehabt? Ja, ich hatte Geburtstag. Ach so. Ja, mein Geburtstag ist untergegangen. Ne, dann mach du erstmal deinen Geburtstag. Das hast du doch schon gezeigt. Tja, wenn man am selben Tag Geburtstag hat, dann muss man halt einstecken. Ja. Ne? Ich denke mal, die meisten spielen es sowieso vor, weil sie jetzt wissen wollen, was sind die. In den kleinen Fremden. Ja, hier habe ich Stilltee, rote Früchte. Rote Früchte. Dann haben wir auch nochmal Stilltee, auch rote Früchte. Super. Dann haben wir eine Beauty Mask Ja. mit Wassermelone und Aloe Vera. Siehst du, wo furchtbar ist, oder und nochmal so eine für Augenringe, Augenpads. Okay. Könntest du gebrauchen? Zeit für mich, Pflegebade, okay, das kann ich noch nicht nutzen. Ja. Ich darf noch nicht baden. Oh, okay. Und? Ich Oh, habe ein €50 und Gutschein bekommen. Boah, 50 Euro nochmal. Boah, Wahnsinn. Weiter. Naja, noch einmal? Wie? Naja, die. So, Ja, genau. und jetzt kommt das Tütchen. Dann hätte ich ein bisschen mehr bekommen. Wie kommt denn das, dass er mehr bekommen hat? Weiter. Oh, die sind Ja. aber so süß. Die Rasse-Söckchen. Ey, Weiter. ja, nicht drauf gehen. Dann haben wir Feuchttücher. Haben Ja. wir eins, zwei, drei, vier Stück bekommen. Da sind jeweils 80 Stück drin. Frisch, Okay.
Soll ich das mal? So. So. Das ist sein Kissen. Ja, das war schon. Das war schon von uns. Hier haben wir noch Schnuller bekommen. Achso, ist der von Uwe 6. Ja, Schnull. Und dann haben wir noch eine Karte bekommen von mit all meinen Kollegen und meiner Chefin. Also Gutscheinkarte? Gutscheinkarten. Von Rossmann für 150. Also für Rossmann? Also von Rossmann haben wir es nicht bekommen. Es ist für Rossmann von meinen Arbeitskollegen und meiner Chefin 150 Euro. Wahnsinn. Vielen lieben. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Danke. Dankeschön. Dankeschön, sagt man da. Dankeschön. Das ist einfach viel. Wir chillen gerade hier. Die Tiere wollen unbedingt mit den Tieren kuscheln. Ich passe ein bisschen auf, dass sie nicht auf ihn rumtreten. Ein bisschen weg. Dann ist gerade duschen. Wir haben eine Stunde ungefähr, ne, oder? Ja, doch eine Stunde, eine Dreiviertelstunde ungefähr, haben wir unser Fotografentermin. Kleine Tierne schon fertig. Aha, mein Schatz. Ja. Die zwei sind total neugierig. Gucken wir doch. Vorsicht! Nicht leer! Mensch! Nicht da rumtrampeln. Schön vorsichtig sein. Mein kleiner Spatz. Ich gucke jetzt erstmal, was wir anziehen, was ich für Sachen mitnehme für den Kleinen. Aber dafür lasse ich dich nicht auf der Couch. Ist mir zu unsicher mit den Tieren. Wenn die dann auf dir rumtrampeln. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren nämlich beim Fotografen. So nicht. Wirklich? Hm? Sicher? Ganz sicher. Der Kleine ist da noch drin, weil wir überall noch lüften. Ja. Und wir waren jetzt nochmal bei Kaufland und haben noch ein paar Sachen geholt. Zum Beispiel. Nein, warte doch mal, ich wollte doch mal zeigen. Wir haben jetzt ganz viel laktosefrei. Wir haben jetzt ganz viel laktosefreies Zeug geholt. Nicht die Milch. Achso, hier. Versteht's doch. Laktose. Ach, du willst nochmal gucken. So, wolltest du jetzt noch was sagen? Du wolltest noch was sagen, Schatz? Es sind 15 Gramm Fett drin. Auf 100. Na und? Also deine sagt, deine Chicken Wings sind gesünder. So, ich als, sage. Als mein also was heißt gesünder? Essen. Das ist auch nicht. Aber es ist, sag mal, es ist schon schonender als wie ich das jetzt hier auskoche, daraus Soße mache und das im Fett anbrate plus Kartoffelbrei und Schwarzwurzel. Ne, Schwarzwurzel, ich davon abgesehen. Hm. Ja, dann ist das halt nur mein Essen. Dann ist doch das, wenn es dich glücklich macht. Okay. Das ist gleich so ein Schlappen. Weil ich es ja nicht wissen wollte. Ich mach das. So, wir haben gerade gesehen, dass der Kleine ein Haar hat. Da, im Auge. Und wir kriegen es leider nicht raus. Nein, man sieht es nicht. Ja, das heißt, wir spülen das jetzt an. Abgekochten Wasser. Das Auge mal aus und hoffen, dass wir es rauskriegen. Das musst du machen, der wird so weinen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr unangenehm. Mhm. So ist Mädchen. Für ihn oder für mich? Für uns alle. Aber hauptsächlich für die Tiere. Mm. Ja. Geht nicht los. Er freut sich schon. Nein, freut er sich nicht. Komm hier, mein Schatz. Ja, wir haben es geschafft. Das raus. Nee, man sieht es jetzt nicht so. Auf jeden Fall sehen wir das Haar nicht mehr. Und wir denken mal, das muss rausbekommen haben. Er hat doch nicht geweint. Er war ganz ruhig. Naja, wollte mal kurz so, aber ganz sonst. Kurz. Ja. Hat sie alleine gekriegt. Wir konnten es rausspielen. Jetzt gehen wir spazieren. Wir sind spazieren. Ja. Oh.
Ja, er wird unruhig. Wir müssen jetzt schnell nach Hause, denn er hat Hunger. Schnell, also so, dass ich auch mitlaufen kann. So schnell kann ich noch nicht, ne? Ich laufe schon schnell, aber das ist zu schnell. Guten Morgen, meine Süßen. Oder meine Süßen. Aber heute bist du. Süßer. Mein Schatz. Wir haben doch heute Hochzeitstag. Ja. Den 5. Mhm. Oh, das ist ein Riesen. Nee, ich kann nicht halten. Das ist doch schwer, was für Thema. Mhm. Was? Nicht heißen. Süßen. Wie spät ist es denn überhaupt? So. Schönen Streus. Geht's? Ich mach Wasser drin. Mhm. 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 Oh. Wo hast denn du die geholt? Hübsch? Ja, so wie immer. Ja, du kannst rein, ne? Wo kriegt man sonst so einen Blumenstrauß her? Oh, ist der schön. Dankeschön, mein Schatz. Nee, so. Schönen Hochzeitstag. Schönen Hochzeitstag. So, wir haben bestellt. Wir haben Pizza bestellt zum Hochzeitstag. Oh mein Gott, das ist eine Riesenpizza, Schatz. Ja. Das ist eine 40er. Und ich habe eine 26er. Ich habe Salami. Und du hast Hotdog-Pizza. Und da habe ich noch einen kleinen Salat. Also einen großen Salat eigentlich. Falls du noch Wurm hast. Nein, geröstete Zwiebeln werde ich nicht essen, Schatz. Ich habe gerade mein Handy gesucht. Ich filme gerade mit deinem Handy. Ist dir das aufgefallen? Jetzt, ja. So. Der Kleine schläft. Mit Mund offen. Wir lassen uns das jetzt schmecken. So, wir waren einkaufen. Ja. Und dann hat jetzt den Kleinen sein Tragetuch. Und er möchte nicht in das Tragetuch rein mit dem Köpfchen, er will rumgucken. Sonst fängt er nämlich an zu weinen. Ich will mal ein bisschen gucken jetzt. Er will ein bisschen rumgucken. Ja. Wir machen morgen, oder beispielsweise du machst morgen ein Erdbeertörtchen. Mein Papa kommt nämlich vorbei und möchte den Kleinen besuchen. Sein Enkel. Und ja, da wollen wir natürlich auch was essen. Ja, wir machen die Busse. Ja, wollen wir natürlich noch irgendwas haben. Ja, da haben wir so ein paar Sachen eingekauft. Wir haben jetzt mal Karamalz, ja, wird das ausgesprochen. Mhm. Alkoholfreies Malztrunk. Mal gucken, ob mir das schmeckt. Das soll ja für Stillende ganz gut sein. Ja. Ich werde es probieren. Ich denke nicht, dass es mir schmecken wird. Nein. Was sehen wir? Es ist fürs Kind. Ja, ich mache alles dafür. Ja, also. Du musst ganz ruhig sein. Was machst du eigentlich, hä? Siehst du so? Hast du Schmerzen oder so? Hä? Beim Stillen oder so? Musst du irgendwo herhalten? Du musst nicht. Das stimmt so nicht. Du natürlich musst... muss ich. Das ist für einen Kleinen. Es ist gesund. Und ich habe mir noch ein paar neue T-Shirts geholt. Einmal in Blau und Pink in Größe S. Mal sehen, ob mir das wieder passt. Ich bin wieder schön schlank. Schatz seine Ohren. Nein, das gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm nicht. Ja, jetzt ist gut. Sein Ohr, Schatz. Jetzt gefällt ihm besser. Guck mal.
Da haben überall nämlich die Fenster offen, weit offen. Also außer hier, weil ich jetzt hier ausräume. Genau. Ich habe nochmal da. Wir haben da ein besonderes Päckchen für Lea. Die Zahnpasta. Und ein paar, ja, damit das sind auch die Söckchen. Okay. Damit macht man die Zähne sauber. Für Babys. Da ist ein Baby drauf. Nee, da kann man eins nutzen. Für Lea und für... Ja. Okay. Okay. Ja. Denn Lea hat nämlich ein etwas entzündetes Zahnfleisch und deswegen müssen wir die mal jetzt pflegen. Das machen wir aber nicht jetzt, weil ich nämlich noch ausräumen möchte, bevor die Hebamme kommt, ne? Wir sind mal kurz spazieren. Da. Und da. Ja. Naja, naja, man sieht ihn. Okay. Jetzt gehen wir eigentlich gerade zurück. Genau, wir sind gleich eigentlich wieder zu Hause. Ja. Wir haben gerade unsere ganzen Anträge weggeschafft. Und natürlich, wie das sonst. Und jetzt warten wir. Und warten. Und warten. Ja. So, bei uns ist das Teil zum ersten Mal in Gebrauch. Ja. Lässt sich sonst nicht beruhigen, außer auf dem Arm. Hat ein bisschen Bauchweh. Und die Batterie ist leider alle. Haben wir festgestellt, jetzt haben wir ein bisschen angeschaukelt. Schaukelt es eine Weile. Er schläft aber noch nicht. Man sieht es ja. Dann holt es Batterien, macht jetzt Batterienwechsel. Und ja, so ist er jetzt ganz ruhig. Er ist zwar wach, aber ruhig. Ich auch. Wir sind beim Opa, dann mit Rasen. Hier ist kleine Chen. Nein, mein Schatz. Heute gibt es Bolognese. Spaghetti Bolognese. Und ja. Heute koche ich. Nein, mein Schatz. Opa ist auch irgendwo draußen. Macht, glaube ich, sauber oder so. Ja, die friert etwas. Was ist denn los? Wir haben gerade fein gegessen. Es gab heute Spaghetti Bolognese. Ja? Und so sitzt der Kleine jetzt drin. Ja. Macht sehr viel Küche. Nur gut. Was ist denn so, wir sind zu Hause. Wir haben ein Paket bekommen. Und mein Papa war gerade da und hat den Kleinen begrüßt. War schon echt schön. So, und du wolltest öffnen, was du da bestellt hast. Oh, der ist sehr flauschig. Wolltest du so einen haben, ja? So einen flauschigen, den du gar nicht eigentlich anfassen kannst. So dieses flauschige. Nee, ich wollte das. Also er hat einen Bademantel bestellt, denn es ist ihm einfach in der Nacht zu kalt, wenn er jetzt den Kleinen wickeln tut. So, das ist eine L? Na dann. Willst du Star Wars spielen? Oh, du siehst aus. Das wäre was für mich, wa? Ja, der ist schön flauschig. Ist gut? Ja. Der hält dich zumindest ein bisschen warm. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn der... Wenn du ihn still, wenn du ihn stillst. Nee, du stillst ihn bestimmt nicht. Wenn du ihn wickelst.
Wenn du ihn wickelst. Ja, also habe ich schon zugestellt. Ja, super. Los, hier aus. Oh, guck mal, wie sein Kopf hängt. Oh, stark. Super. Und der ist mit 3 Wochen alt. Oh, der ist so schön. Und los, nochmal. Und? Komm, zeig's alle. Los, zeig's den allen. Stark, du Gast. Okay. Und? Ja, warte. Perfekt. Nein, er drückt, warte. Ja. Oder auch nicht. Ja, bei uns gibt es das Armbrot. Das muss ich nochmal zum Mittag haben. Ja. Etienne ist fertig. Fertig gewaschen. Ja. Gegessen hat er. Ja, das stimmt, aber der hat noch Hunger. Ne? Hat der nochmal Hunger? Auf jeden Fall ist nochmal Ende des Videos. Tschüss. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Nee, funktioniert doch nicht so gut. Guck gerade nicht so hin. So. So. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mhm. Warte. Okay. Oh, das. Das war die Windel. Okay. Der kriegt's auch noch. Okay, ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.